Hey Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Tour. Wir sind gerade auf dem Gelände einer ehemaligen Kurklinik. Alles ziemlich groß, leider schon ein wenig zerstört, so wie wir es jetzt auf den ersten Blick gesehen haben. Nichtsdestotrotz werden wir uns das Ganze mal anschauen. In diesem Sinne viel Spaß und los geht's. Was direkt ins Auge fällt, hier ist totaler Massentourismus. Wir haben hier locker schon 7, 8 andere Personen auf dem Gelände gesehen, die sich das Ganze anschauen. Das ist auch nicht weiter schlimm, aber ein sehr überlaufener Lost Place mittlerweile. Ja gut, ich würde sagen, wir fangen mal gleich mit diesem Nebengebäude hier an. Ja, hier vorne können wir gleich sonst reingehen. Aber guck mal, da hat es schon gebrannt wahrscheinlich, ne? Könnte gut sein. Ja, alles kurz und klein geschlagen mittlerweile. Ich glaube, das Nebengebäude kann man kurz und knapp fassen. Ihr seht es ja selber, hier ist alles zerstört. Hier wurde alles kurz und klein geschlagen. Nichtsdestotrotz gehen wir mal nach ganz oben, denn von dort aus hat man einen sehr schönen Ausblick auf das Gebäude, also auf die Kurklinik. Und ja, der Rest, wie gesagt, den kann man hier echt ganz kurz fassen. Oh Mann, das ist ja mal ein Raum, der noch nicht zerstört ist. Habt ihr was Spannendes gefunden? Ja, hier liegen ein paar Akten rum. Ja, aber man muss aufpassen mit der Datenschutz. Krankenakten? Ja, was steht da? Berufsförderungswerk, schon schieß mich tot der Ort. Das sind, ja, Berufsfindung und Arbeitserprobung. Genau. Die wurden da bewertet. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass man die jetzt noch hier findet. Ja, das ist ja meist so bei den Kliniken, wenn sie schließen, dass alles dann zurückbleibt, ne? Ja. Hm. Ich habe das jetzt mal ein bisschen abgedeckt. Das ist halt genau das, was Erik und Robert meinen. Hier liegen die Akten einfach so auf dem Tisch. Und haufenweise Passbilder von Personen, die irgendwann mal was mit diesem Ort zu tun hatten. Ja, ist keine schöne Sache. Ich glaube, als man das hier aufgegeben hat, war hier noch alles da. Ja, das denke ich auch. Was sagst du? Ich glaube, als man das hier vor einigen Jahren aufgegeben hat, war bestimmt noch alles da. Könnte ich mir auch vorstellen. Guck mal hier, Berge voll Akten. Ja, alles voll. Okay, das ist echt krass jetzt. Hier gibt es sogar noch Kontoauszüge. Das ist jetzt echt abgefahren. Und ich dachte immer, sowas muss korrekt entsorgt werden. Hier gibt es Kontoauszüge sogar noch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, sowas ist doch Mist. Ja. Stellt euch mal vor, eure Akten würden hier rumliegen und jeder könnte darin dann quasi rumschnüffeln. Weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so gut. Und jetzt geht es hier auch noch weiter mit Kontoauszügen. Oh Mann. Überall liegen hier auf der Treppe Kontoauszüge rum. Das ist echt nicht in Ordnung. So Freunde, jetzt geht's in die eigentliche Klinik. Oh, sieht alles nicht mehr so gut aus hier. Nein, alles hier zerstört. Die
Die Geschichte der Heilstätte beginnt bereits im Jahre 1907, als sie erbaut wurde zur Behandlung von Tuberkuloseerkrankten. Neben der medizinischen Behandlung begann man später mit der Umsetzung, Arbeitstherapien für die langzeitkranken Patienten anzubieten. Entsprechend der Chronik der Heilstätte wurden in knapp 65 Jahren mehrere 10.000 Patienten erfolgreich behandelt. Ja, Freunde, das hier ist tatsächlich noch ein Raum, der ist ein wenig eingerichtet. Wir haben hier quasi die Kranken liegen, die Krankenbetten stehen. Und dasselbe ist auch in den umliegenden Räumen. Ja, und an sich ist sonst halt alles kurz und klein geschlagen worden, alles entkernt. Es ist kein allzu schöner Lost Place mehr, nur halt von außen. Da ist es schön anzusehen. Hier im Inneren, ja, ist leider alles irgendwie am Ende. Hier unten ist nochmal genau dasselbe Spiel. Haufenweise Dokumente und Akten liegen hier auf dem Boden. Und ach du grüne Neune, was ist denn hier los? Ja, guck mal, was ich hier gefunden habe. Hier sind irgendwelche Kaufverträge. 80.000, 128.000. Ja, du bist ja süß. Ich bin hier bei 470.000 D-Mark. Was sind denn das für Dokumente, die jetzt hier liegen? Das sind die Kontoauszüge. Ich habe irgendwas vom, oh, von einem Wohnbau. Tja, hier stehen sie doch alle in Reihe und Glied. Heftig. Wenn man hier nichts mehr findet, dann sind zumindest die ganzen persönlichen Dokumente noch vorhanden. Mehr als 28.000 Menschen suchten in der ehemaligen Tuberkuloseheilstätte nach Heilung bzw. Linderung ihrer Krankheit, bevor sie im Jahre 1973 ihre Türen schließt. Es folgte eine kurzzeitige Nutzung als Pflegeheim, etliche Besitzerwechsel und nun der Verfall. Zwar hat das Gelände seit Mitte 2021 einen neuen Besitzer, doch es bleibt mehr als fraglich, ob dieser wirklich Ambitionen hat, die ehemalige Volksheilstätte vor dem Aus zu retten. So, Freunde, wir sind am Ende unserer Tour angekommen und ja, man kann sagen, von außen ist das Ganze natürlich sehr pompös, sieht sehr elegant aus. Im Inneren, ihr habt es gesehen, da ist echt alles zerstört, da liegt kein Stein mehr auf dem anderen. Finde ich ziemlich schade, ich denke, wir kamen hier ganz einfach zu spät. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.